So, ich dachte, ich nehme euch heute wieder mit durch meinen Alltag. Und als erstes, ach, wir waren gestern im Briefkasten. Und ja, also als Kind freut man sich ja übelst über Briefe, weil das ist eigentlich meist was Gutes, ja, wenn man angeschrieben wird. Aber als Erwachsener, es sind einfach nur Rechnungen im Briefkasten, ja. Es ist wirklich nervig. Rechnungen oder Briefe vom Polizeipräsidium, wenn man irgendwie falsch geparkt hat oder so, ja. Und gestern war eine Rechnung im Briefkasten. Huiuiuiuiuiui. Hier, 16.660 Euro waren das. Und zwar ist das hier von Abschlagsrechnung. Umrüstung ihrer Heizungsanlage auf Betrieb mit einer Wärmepumpe. Ich habe ja im letzten Video erzählt, ich habe es auch gerade geschnitten, dass die Einheit geliefert wurde. Also unsere Luftwärmepumpe ist schon da. Mit den ganzen Kabeln und allem, was da so zugehört. Nur die Außeneinheit fehlt noch und die Kosten für die Mitarbeiter natürlich, wenn die ganze Arbeitsleistung, ne, die muss ja auch bezahlt werden. Also insgesamt haben wir ein Angebot bekommen von dem Hersteller über 27.000. Und bis 30.000, das ist so die Grenze, wo der Staat, also ihr wisst schon, ne, von unserem Kinderbuchautor, die Geschichte von der billigen Heizung, bis zu 30.000 Euro wird es unterstützt und das ist der Maximumbeitrag und davon diese Prozente, die einem dann halt auch zustehen. Ne, das ist ja gestaffelt und dann muss jeder gucken, wie viel Prozente ihm dazustehen. Nur, ich habe gedacht, die liefern das, damit die keine Lagerkosten bei sich haben, ne? Das habe ich in so meinem kleinen Kindhirn habe ich das gedacht, ne? Dann müssen die sich nicht bei sich lagern, ist ja auch praktisch, ist dann schon beim Kunden, ne? Aber nicht mal eine Woche später kam natürlich die Abschlagsrechnung jetzt nach Hause und das müssen wir jetzt erstmal bezahlen. Genau, ja. Und von unserem Kinderbuchautor kriegen wir das erst frühestens im September zurück, weil die Heizung, die Förderung für die Heizung konnte man jetzt natürlich im April, glaube ich, beantragen. Und die Auszahlung ist aber erst frühestens ab September geplant. Genau, ja, so ist es denn, dass man das ja natürlich vorstrecken muss und es dann wiederbekommt. Und dass es so schnell jetzt kommt, die Abschlagsrechnung da. Also wir haben schon natürlich mit der Rechnung gerechnet, ne? Aber dass es jetzt so schnell kommt, haben wir tatsächlich nicht mitgerechnet. Aber ja, da müssen wir uns ja natürlich auch drum kümmern, wie wir das irgendwie bezahlen können, weil bezahlen werden muss es ja natürlich. Und ja, aber wir sind trotzdem happy, dass es ja da einfach auch angeht, weil, also das haben wir natürlich auch vor dem Kauf gewusst, bei diesem Haus, dass die Heizung so alt ist. Und das stand von Anfang an ganz oben auf der Prio-Liste, hey, wir müssen die Heizung austauschen. Und da ist momentan nur die Luftwärmepumpe am Stissel, ja, es ist eigentlich alternativlos. Und deswegen, das haben wir ja schon gewusst, dass wir diese Investition auf jeden Fall machen müssen. Und unsere PV-Anlage, die rentiert sich natürlich auch, ne? Also Sachen so, die sich amortisieren. Das heißt, wo man irgendwann, man zahlt jetzt ganz viel Geld dafür und irgendwann über die Jahre macht man aber Plus damit. Na, wie mit unserer Heizungsanlage, die rentiert sich auf jeden Fall, wenn man eine 30 Jahre alte Heizung austauscht. Ne? Man kann das auch ganz genau ausrechnen. Wurde auch für uns getan. Ne? Das rentiert sich auf jeden Fall. Und so eine PV-Anlage rentiert sich auch auf jeden Fall. Deswegen hatten wir gestern dort den Termin hier in der Stadt. Ne? Und die haben uns hier ja, hier das gegeben. Und ja, wir waren gestern in der Filiale. Das war eigentlich ganz angenehm, weil sonst manchmal haben wir das Angebot nur per E-Mail bekommen zum selber durchlesen. Manchmal haben wir so ein Online-Gespräch, so ein Zoom-Meeting oder so geführt, ne? Und diesmal waren wir jetzt vor Ort. Das ist natürlich auch praktisch, weil wir so nah dran gewohnt haben, ne? Und dann konnte man das alles nochmal durchgehen ganz gut. Und ja, es ist tatsächlich das günstigste Angebot, aber nur weil sie das Gerüst nicht mit reingerechnet haben, sondern das on top kommt. Ja, aber so finden wir, dass man regionale Handwerker und Betriebe unterstützt, finden wir vom Grundgedanken sehr, sehr gut. Deswegen muss es auch nicht immer das günstigste Angebot sein. Und ja, hat sich ganz gut angehört. Auf jeden Fall. Hat sich ganz gut angehört. Die sind auf jeden Fall ganz, ganz oben mit im Rennen. Wir haben jetzt noch einen letzten Anbieter. Ich weiß, wir haben uns sehr viele Angebote eingeholt, aber es ist einfach eine Summe. Es sind
über 20.000, die wir da investieren. Und das ist eine Riesensumme und da sollte man sich schon sicher sein, wie ist der Markt aktuell, was haben verschiedene Firmen für Angebote, für ein Parat, dass man für sich das beste Angebot da auch rausziehen kann. Das ist natürlich bei so einer hohen Summe, möchte man da natürlich auch auf Nummer sicher gehen, dass man sich nicht verkauft, weil das ist halt wirklich, das ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld. Und wir haben natürlich auch einen hohen Stromverbrauch. Durch die Luftwärmepumpe müssen wir natürlich kein Öl oder Gas kaufen und kein Holz kaufen. Aber die Luftwärmepumpe, die verbraucht natürlich viel Strom. Da gehen wir im Jahr von 10.000, 12.000 all in all, ne, mit unserem eigenen Verbrauch aus. Und der Strom muss ja bezahlt werden. Nur die Sonne, die stellt ja keine Rechnung. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Und so eine PV-Anlage, die rentiert sich, also hier in unserem Beispiel, in 9 Jahren ungefähr, 8, 9 Jahren, je nachdem, mit welchem Strompreis man rechnet. Ne? Weil momentan, wir haben ja einen sehr günstigen Stromanbieter, deswegen dauert es ein bisschen länger, würden wir jetzt so, es gibt ja noch, andere Leute haben ja Verträge, die zahlen 39 Cent pro kWh. Vielleicht irre ich mich auch jedenfalls. Und dann rentiert sich die Solaranlage natürlich schneller. Wir zahlen im Durchschnitt 23 Cent und in der Nacht zahlen wir zum Beispiel nur 18 Cent. Und ja, vormittags zahlen wir am meisten, dann sind es so 27 Cent. Aber so im Durchschnitt zahlen wir für unseren Strom 23 Cent. Und dadurch, dass wir so einen günstigen Strom haben, braucht die dann auch 9 Jahre, um sich zu rentieren. Aber danach macht man Plus, ne? Weil wir sind dann so vielleicht so 75-80% autark. Im Winter natürlich weniger, im Sommer natürlich komplett, ne? Und dadurch müssen wir keinen Strom zahlen. Wir müssen ja auch keine Heizung zahlen und dann läuft das alles. Und man kriegt natürlich die paar Cent von der Einspeisevergütung. Kriegt man ja dann am Ende des Jahres, glaube ich, wird es einmal im Jahr ausbezahlt. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Jedenfalls haben wir hier ein ganz gutes Angebot zu liegen. Und die Module, die sind auch also ohne, dass man es sieht, so mit unsichtbaren Schienen verlegt. Also die sehen ganz gut aus und die können theoretisch, wir haben auch nachgefragt, auch noch ein paar Elektrokabel in seinem Häuschen ziehen. Weil einige Kabel sind teilerneuert, einige Kabel sind aber noch so alte Kabel, die müssen erneuert werden. Manchmal ist die Stromführung auch so ein bisschen wirr. Und hier im Büro haben wir ja diese merkwürdige Reinschaltung. Das fängt, ich muss mal gucken auf der Kamera. Das fängt hin. Da ist eine Steckdose. Und dann war ja dort eine Dreiersteckdose, die hing zusammen. Und die Steckdose führte dann durch die Wand. Und es war in Reihe geschaltet alles. In unsere Büroablage, ne, wo unsere Aktenordner und so liegen und Verpackungsmaterial und Ersatzkartons und so für Versand. Das war durch die Wand gezogen und das haben wir entfernt, weil wir haben gedacht, so, wir brauchen im Büro gar keine Steckdose. Und dann waren wir hier fertig mit dem Abriss und dann haben unsere PCs nicht mehr funktioniert. Also es ging dann durchs Büro, ne? Und dann an die Steckdosen, die jetzt hinter euch stehen, ja. Und wahrscheinlich auch noch hier in mein Kreativzimmer. Das haben wir aber nicht getestet. Jedenfalls nach unserer ganzen Umbauaktion, wir haben ja die Steckdosen entfernt gehabt und das aus der Wand rausgezogen, weil Licht ging ja in unserem Büro hinten. Aber nur die eine Steckdose war halt betroffen. Ne? Und wir haben gedacht, wir brauchen da keine Steckdose, scheiß drauf. Dann ziehen wir einfach raus das Kabel, dann ist es weg. Und dann gingen unsere PCs nicht. Und dann haben wir getestet, woran es denn nun scheitert. Und dann sagt auch so, also, das ist vielleicht so eine Reinschaltung. Und dann haben wir die Kabel miteinander wieder verbunden. Und deswegen muss jetzt auch die Tür offen sein zum Büro, weil wir das nicht mehr durch die Wand gezogen haben. Das können wir dann nachträglich dann auch machen. Ne? Bevor wir die Wand hinzumachen, legen wir das Kabel wieder durch die Wand. Das ist ja eh schon durchgebohrt. Und da hat wieder von Wunderhand alles funktioniert. Unsere PCs verbrauchen ja viel Strom. Und als wir einen Heizungsausfall hatten und zusätzlich noch eine Elektroheizung hier dran hatten, an dieser hübschen Reinschaltung, war das ein bisschen problematisch und da hatten wir so einen Funkenschlag unten im Schlafzimmer, in der Stube. Da war so ein,
auch so mit so einem Deckel nur abgedeckt. Ich bin ja kein Elektriker, ja. Und da führten die Kabel lang. Das war nur so abgedeckt, dass man dann auch ran konnte. Und es war auch komplett verklebt mit Lehm und Tapetenkleister und was weiß ich alles. Und die Kabel hatten sich berührt und es hat übelst man hat diese Lichtblitze gesehen in der Stube. Und ich war voll schockiert, haben den OSER gerufen. Und er hat dann diese Klappe abgemacht und die Kabel getrennt, dass die sich nicht mehr berühren. Und seitdem ist auch alles wieder gut. Na, aber die Kabelgeschichte im Haus ist natürlich schon ein bisschen. Also hier oben, die Kabel, die sind ja neu. Die Steckdosen haben sie ja, die Reinschaltung, nur 2017 gemacht. Aber in der Mitte vom Haus könnte die Kabelführung etwas älter sein. Und im Keller haben wir ganz, ganz komische Kabelführung. Also hin und her, wirr und nirgends unterputzt, sondern einfach so frei hängend. Und das ist alles. Also da müssen wir auf jeden Fall nochmal neue Kabel ziehen und das ordentlich machen. Genau, so viel dazu. Hier hatten wir aber auch wirklich ein sehr, sehr nettes Gespräch, muss ich sagen. Also nicht aufdringlich unangenehm, sondern das war halt ziemlich cool. Das hat uns Freude bereitet. Ja, und dann hat mir noch eine Zuschauerin verraten, warum wir keinen Sperrmüll abholen. Ne? Weil unsere Müllsituation also am Grundstückseingang wird immer schlimmer. Ich sehe es ein. Ja? Und warum wir keinen Sperrmüll abholen lassen. Und ja, das habe ich ehrlich gesagt ja dann auch nicht gewusst, weil das ist ja zweimal im Jahr gratis und bei uns hier in Sachsen-Anhalt holen die sogar 10 Kubikmeter mit einmal einfach ab. Das ist aber pro Region unterschiedlich. Manchmal holen die nur 2 Raummeter ab. Und ja, habe ich also Sperrmüll angemeldet, kommt am 16. Nee, warte. Ja, am 16.04. habe ich nämlich auch gerade eine E-Mail bekommen. Wir müssen, das steht ja jetzt hinterm Zaun und wir müssen das vor den Zaun stellen. Das alles müssen wir noch einmal rübertragen, einen Tag vorher. Und dann wird es alles abgeholt und dann ist es weg, ohne dass wir das selber machen müssen. Und es ist zweimal im Jahr gratis. Also mega gut. Ja, nicht gehört, nicht dazu gehört Altmetall, elektrische Geräte, Bauabfälle. Fahrzeuge, Fahrzeugteile, Hausmüll, Schadstoffe und Wertstoffe. Aber alles andere, was so alte Möbel ist, Teppiche, alles, was so nicht in die Mülltonne passt, können wir da abgeben. Und wir haben ja Teppich aus der FeWo und ganz viele Möbel, die ja schon alle zerlegt sind und Stühle. Und das ist ja schon ein Riesenstapel, weil ich habe ja das Carport aufgeräumt, habe ich euch auch nicht mitgenommen. Und es ist wirklich ein Riesenstapel. Ja, es sind keine 10 Raummeter, aber es ist schon ein Riesenstapel. Und da sind wir doch ganz happy, wenn die das einfach für uns abholen und wir nicht den Arbeit, den Stress haben und den Aufwand. Und ja, es ist dann ein Ticken ordentlicher einfach. So, wir sind heute verabredet. Das seht ihr auf Ozark seinem Vlog dann. Und ich habe aber auch schon alles gepackt. Klebeband. Da ist ein Gulli, den nehme ich gleich mit runter. Ja, also hat gleich Feierabend und ich mache jetzt die letzte Gassi-Runde, denn ich habe beschlossen, dass wir sie hier lassen. Also theoretisch hätten wir sie mitnehmen können, aber ich weiß nicht, ob sie denn stört. Habe auch schon Handschuhe, Pakete, Mülltüten, alles, was man so für Umzugskram braucht, ne, zusammengelegt. Das brauche ich auch zum Gassi gehen. Und es liegt hier alles schon unten, dass wir dann fix gleich los können. Und ja, damit Aioli denn die Zeit hier auch gut ohne uns übersteht, müssen wir natürlich vorher Gassi gehen, denn wir brauchen eine gewisse Zeit im Auto. Und dann ist Open End, ne? Also ich weiß nicht, wie lange wir brauchen, aber ich plane jetzt mal mindestens 2 Stunden vor Ort ein. Und dann müssen wir natürlich auch wieder zurückfahren. Komm, kleine Maus. Ja, fein. Gott, toll, geklappt. Ja, Füßchen. Fein. Ah. Genau. Außerdem war ja die Adoptionstanti da, die Aioli adoptieren möchte. Ah, wackel nicht so. Genau, hat funktioniert Aioli. Alles gut. Und auch da gibt es demnächst ein Update. Ja. So, Ayoli, jetzt gehen wir raus. Kaki und Pipi. Ja, fein. Genau. Wir geben ihr dann immer noch so ein großes Schmecki, wenn sie hier alleine ist. Und ja,
Ne, den klappt es auch ganz gut. Also, merkt halt nicht, bellt mich, habe jetzt noch nichts gehört. Ist auch alles immer in Ordnung. Genau, jetzt möchte sie immer raus. Jetzt muss ich erstmal rausgehen. Und ich wollte euch dann noch zeigen, wie es draußen ausschaut. Hab ja schon gesagt, ich hatte aufgeräumt. Also, manche Sachen sehen jetzt schlimmer aus als vorher. Mülltonnen stehen hier. Hier kommt das Häuschen drüber. Und das ist der Müllplatz. Und wie gesagt, also das wird komplett dann abgeholt. In 6 Tagen haben wir da den Termin. Das heißt, in 5 Tagen stellen wir es einmal auf die andere Zaunseite nach draußen. Und nee, Juli, wir bleiben hier. Und das ist die Garage. Kann man sich gar nicht vorstellen. Vielleicht kann ich das einblenden. Bis hier vorne, na, war das komplett voll und natürlich auch bewachsen. Und es war einfach so viel Müll. Ja, ekelhaft, wirklich. Halt auch so alter Müll, ne? Also das sind Bauschuttsäcke, also Säcke voll mit Bauschutt. Ich denke mal vom Küchenabriss, ne? Die haben ja die Zwischenwand rausgeholt, sieht so aus wie Rigipswand und alles Mögliche, ne? Und hier ist normaler Hausmüll drin, ne? Was sie einfach nicht in die Tonne gesteckt haben. Ja, hier hatte ich ja nochmal die andere Seite gefegt, das ist der Eimer. Und für die beiden Platten, da bin ich zu schwach. Okay, Juli. Genau, muss Osok mal mit anpacken. Und ja, das ist hier nicht am Schuppen rangebaut, hatten wir jetzt schon gesehen. Also hier ist ja der Schuppen. Und das Holzteil gefällt uns eigentlich, das ist ganz cool. Aber hier dieses weiße und schwarze Ding, das gefällt uns halt gar nicht. Und wir würden ja noch 20 cm Platz gewinnen, wenn wir den müsste einfach abreißen. Ne, deswegen, also das wollen wir auf jeden Fall abmachen. Wir wollen ja früher oder später die Fevo komplett dämmen. Wir machen das aus Kostengründen, glaube ich, erstmal nur eine Seite. Wir haben ja sowieso gesagt, wir machen eine Fevo nach der anderen. Und dann gibt es, ich habe jetzt nämlich schon Firmen rausgesucht für die Außenfassade. Wir haben nämlich überlegt, welche Reihenfolge müssen wir dann machen. Jetzt diesen Monat kommt noch jemand, der uns bei einem Dachbalken hilft. Einer war ja ein Wasserschaden, also wir müssen einen Dachbalken austauschen. Kriegen wir einen Dachdecker hier, freuen wir uns schon sehr drauf. Und ein oder zwei maximal. Der Rest kann aber so bleiben und es müsste halt einmal die Außenfassade gemacht werden und neue Fenster. Ich möchte größere Fenster, modernere Fenster haben. Und dann kann das von außen gedämmt werden und dann kommt wieder eine neue Außenfassade drauf. Und dann hätten wir schon richtig, richtig viel geschafft. Juli, müssen wir auf den Kompost hier raufkrabbeln? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Machen wir Pipi Kaka. Ja. Also hier auf dem Grundstück laufe ich ihr gerne hinterher. Aber sie weiß dann auch, wenn wir an der Straße zum Beispiel langlaufen, dann laufe ich sie nicht hinterher. Dann muss sie mit mir Gassi gehen, richtig. Aber hier auf dem Grundstück ist das völlig, völlig in Ordnung. Jedenfalls habe ich da schon ein paar Firmen rausgesucht. Da müssen wir mal Anfragen stellen, inwieweit das möglich ist für die Fevo. Es ist ja nicht viel von der Quadratmeterfläche her. Deswegen hält sich das auch in Grenzen. Ne? Also das muss auf jeden Fall gemacht werden. Und dann machen wir als nächstes, fangen wir dann an mit dem Fußbodenaufbau. Übrigens beim Apfelbäumchen geht's richtig, richtig gut. Also wächst und gedeiht alles. Beete sehen auch gut aus. Habe ich vorhin schon kontrolliert beim Gassigang. Und ja, da haben wir halt auf jeden Fall Bock, ne? Also das finden wir so genial, so einen Garten zu haben. Wir finden uns da ja jetzt erstmal gerade rein dieses Jahr. Ist ja unsere erste Saison hier im Garten und wir feiern das auf jeden Fall. Und wenn wir dann ernten können, hatten wir ja damals auch vom Balkon geerntet, ne? Aber im Garten ist das einfach andere Dimensionen, ne? Das wird schon cool, da freuen wir uns richtig drauf. Übrigens kriegen wir täglich mehr Löwenzahn auf dem Grundstück. Super, super schön, dass jetzt langsam aber sicher was anfängt zu blühen. Und hier ist Zwiebelknoblauch drin. Das können wir im Juni. Knoblauch im Juni können wir den ernten. So, es ist der nächste Tag. Und den Zwischenpart gibt es bei Osok. Der hat auf jeden Fall mitgefilmt, als wir diese Sachen abgeholt haben. Wir waren nämlich bei einer Zuschauerin. Und sie gibt die Wohnung auf und wollte nichts behalten.
Und ja, denn also den Rest, was wir nicht rausräumen aus der Wohnung, das landet alles auf dem Sperrmüll. Und dann hat sie weniger Arbeit, die Leute haben weniger Arbeit und es muss nicht alles auf dem Sperrmüll, was noch hübsch ist. Und ja, ich habe jetzt Spülmaschine läuft schon mal. Ja. Wir haben ganz viele tolle neue Gläser bekommen, da zu liegen. Die Kiste ist schon leer. Und hier habe ich die Weihnachtskiste. Ach, vielleicht so zum Licht. Und da wollten wir mal reingucken, was es ist, denn die war schon fertig gepackt für mich. Ja, sie sagte Weihnachtskram. Ich sagte, ja, kann ich nicht genug haben. So, also erst, denn das gehörte nicht dazu. Also den Wichtel habe ich auch bekommen, aber der war auch noch nicht in der Kiste. So war die Kiste. Und das ist hier aber ein ganz hübsches Deckchen. Das fand ich ganz cool. Das ist diese Goldoptik, die passt nämlich gut in mein Gästezimmer, dann zu Weihnachten. Und die konnten wir jetzt gut nehmen für die Gläser zum Schutz so ein bisschen. Also wir hatten hier ein Räucherhäuschen, das finde ich sehr hübsch. Oh, Schneemänner, Lichterketten und ein Deko-Ding. Das ist aber hübsch. Sieht niedlich aus. Das passt auch gut in mein Gästezimmer, auf die eine Kommode, wo die Menschen, die bei uns übernachten, ihre Klamotten reinlegen können. Wir haben noch kleine süße Deko-Teilchen. Ich habe ja jetzt, habe ich auch nicht mitgefilmt, aber ich habe die ganze Osterdeko ja schon einsortiert. Wir haben also zwei komplette Bananenkisten voll mit Osterkram. Ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist, aber das ließ sich jetzt ganz gut verteilen im Häuschen. Und eine Kiste komplett mit, also Bananenkiste mit Osterdeko voll und die andere war aber mit Plastik-Ostereiern quasi komplett voll. Deswegen, also ich fand, Osterdeko hält sich eigentlich in Grenzen. Letztes Jahr wollte ich ja noch was aussortieren, hat es sogar auf Kleinanzeigen reingestellt, aber hatte sich nicht ergeben. Und jetzt, wo wir so viel Platz haben, ja, kann ich das ganz gut gebrauchen. Theoretisch brauche ich nicht noch mehr Osterkram, aber ich würde nicht nee sagen, ne, wenn ich irgendwo ein Schnäppchen sehe noch. Ja. Wir haben hier noch mehr Tischdecken. Tischdecken finde ich ganz cool, ehrlich gesagt. Mag ich. Finde ich ganz hübsch. Auch dieses Beige-Weiße, das passt ganz gut, auch zu Weihnachten. Hier hatten wir noch ein Tischset. Hier ist noch eine Tischdecke. Oh, dieses Gestickte, das ist schon sehr hübsch, ne? Sieht so nach Handarbeit immer aus. Finde ich ganz cool. Ja, ich habe hier auch ein Stickset geholt. Und ja, ich muss da noch anfangen. Aber momentan ist halt bei schönem Wetter sind wir draußen. Dann regeln wir das natürlich mit Luftwärmepumpe, unserem Loch, die Solaranlage und haben halt so viel zu tun, dass man gar nicht weiß, wo der Kopf manchmal steht. Aber wenn ich Zeit habe, ja, dann mache ich da wieder weiter. Kerzen natürlich. So, und Aioli ist auch am Stissel. Das finde ich schön. Weil für so einen Adventskranz, ich habe da nur eins von, ehrlich gesagt. Oh, mit Engeln. Engel sind auch süß. Ja, also das finde ich toll. Dann habe ich ein zweites. Aber eins ist auch ein bisschen wenig für ein Häuschen. Ne? Ein Vogel aus Polyresin. Echt jetzt? Sieht cool aus, die Eule. Ich glaube, da wüsste ich auch schon die perfekte. Ja, die ist da drin, ne? Ich wüsste, glaube ich, da schon die perfekte Abnehmerin für. Oh, je. Nur gekauft und nie ausgepackt. Aber die ist ja krass. Die finde ich ziemlich hübsch, die Eule. Ja. Also ich glaube, da hätte ich wirklich die perfekte Abnehmerin auch für. Da wird sich auch noch jemand richtig drüber freuen. Aber ich finde sie auch voll hübsch. Also einige Sachen, die sind natürlich für den Iggy. Also sie hat uns das freigestellt, ne, was wir damit machen möchten. Ich kann die bei mir selbst einsortieren. Ich darf die auch verschenken. Wir dürfen alles mit dem Gilbert natürlich teilen. Ist auch ganz tolle Allergiker-Bettwäsche für den Iggy mitgekommen. Weil Ozok und Iggy, die sind ja beides Hausstauballergiker. Und deswegen ist so eine Anti-Allergiker-Decke, genau das Richtige. Genau, da wird er sich nämlich auch freuen. Und für Naschis zum Reinmachen, zum Verschenken, noch so ein kleines Deckchen. Finde ich voll niedlich, wirklich. Also davon kann man nie genug haben. Da habe ich aber auch genug Kommoden und Tische, wo ich überall alles drauflegen kann. Ja, Deko-Teilchen. Und das war es dann hier auch schon. Hier ist noch aus Polyester, so mit Sternchen. Ich glaube, so was Ähnliches habe ich auch in Gold. Deswegen, das passt ganz gut. Zu Silvester würde ich dann eher sagen, ne? Mit so silbernen Sternchen. Ja, wir waren ja gestern da. Also bei Ozok habt ihr einen ganz kurzen Einblick gesehen.
Und die Wohnung muss halt komplett ausgeräumt werden. Und ja, wir freuen uns. Ist halt ziemlich, ziemlich cool. Und der Iggy, der braucht auch noch so ein bisschen Kücheneinrichtung und Gläser und Tassen und Geschirr. Und das haben wir alles mitgenommen. Das ist ziemlich cool, weil wir dadurch viel Geld sparen. Das muss nicht weggeworfen werden. Und die haben es ja dann auch nicht mehr so schwer mit dem Rest. Wir fahren Montag nochmal hin und holen Möbelstücke ab. Dann haben die es auch nicht so schwer mit dem Entsorgen. Also Win-Win-Situation für alle Parteien. Und ja, also für mich selbst, für Gilbert natürlich. Oder für die Ferienwohnungen, die müssen ja auch ausgerichtet werden mit Dekoration natürlich zu den jeweiligen Anlässen. Das ist, wenn man Urlaub macht, finde ich es schon irgendwie, wenn man über Ostern jetzt wegfährt, dass man zumindest so ein Osterdeko-Teil in der Ferienwohnung hat, finde ich einfach aufmerksam. Also mag ich auf jeden Fall als Frau, wenn ich irgendwo hingehe oder zu Weihnachten oder halt zu den bestimmten Anlässen. Das ist wirklich sehr hübsch. Sehr niedlich. Ja, deswegen, also da kann man ja auch nicht genug haben, wenn die dann spätestens nächstes Jahr auf jeden Fall alle fertig sind. Und ja, das packen wir alles wieder ein. Ja. Und Osok wollte Autobahn fahren statt über die Dörfer und dann war die eine Autobahnauffahrt gesperrt zu uns und wir mussten einen riesen langen Umweg fahren. Das war sehr, sehr anstrengend. Gestern waren wir sehr spät dann zu Hause. Aber ja, da konnte niemand was für. Und nächstes Mal Montag, ich weiß nicht, ob ich euch da auch mitnehme, aber könnte natürlich sein, nehmen wir uns einen LKW. Dann haben wir uns schon einen reservieren lassen in Blankenburg, also in der Blankenburg im Harz. Wir haben Blankenburg haben wir natürlich auch in Berlin. Und da haben wir einen LKW, also einen Transporter, schon uns reserviert. Und dann holen wir Montag. Gibt es ganz tolle Echtholzvitrine und so kleine Komödchen. Und ja, da haben wir auf jeden Fall auch noch Bock, die uns abzuholen, weil wie gesagt, der Rest kommt alles auf den Sperrmüll. Und Möbel können wir tatsächlich noch gut gebrauchen. Die Vitrine habe ich fast überlegt, ob ich die hier in die Küche stelle für den Iggy. Vielleicht da, wo meine drei Schränke da jetzt stehen, dass man eine große Vitrine hat und sein Kühlschrank kommt ja daneben. Wir nutzen ja gerade den Kühlschrank. Keine Sorge, die Heizung ist eh nicht an. Und es würde, glaube ich, dann ganz gut ausschauen, wenn man einen Kühlschrank neben Vitrine hätte. Und für Gilbert reicht dann auch eine große Vitrine. Und er braucht ja nicht so viel, wie wir, wenn wir jetzt aus der Küche ausziehen, irgendwann unsere fertig ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das wäre dann ganz hübsch mit so einer Echtholzvitrine. Das passt auch gut zu der Tischecke, die wir auch da lassen. Und ja, ich kann mir das in der Ecke da ganz gut vorstellen, ehrlich gesagt, dass das da ganz hübsch reinpassen wird für den Iggy, für seine Küchensachen dann später. Ja. Und da sind wir sehr, sehr, sehr happy auf jeden Fall. Ansonsten machen wir es in sein Schlafzimmer rein. Ja, aber wir überlegen das am Ende noch. Aber die Vitrine, die fanden wir wirklich sehr, sehr hübsch. Ja, da haben wir auf jeden Fall Lust drauf. Die Lichterkette muss noch rein. Genau. Die Kiste kommt auf jeden Fall auf den Dachboden zu den Weihnachtssachen nach oben. Und ja, ich beende das Video an dieser Stelle hiermit. Den Rest seht ihr bei Osok auf dem Kanal. Der hat auch gevloggt gestern. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ihr könnt mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Ich freue mich. Die Katrin freut sich. Wir freuen uns alle noch mehr darüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin. Ciao.